Okay, ich habe jetzt eine kleine Ankündigung zu machen. Ich habe aber kein Mikrofon und kann nicht so laut schreien. Wenn ihr es hören wollt, dann kommt gerne ein bisschen näher. Ansonsten müsst ihr euch das im Nachhinein anhören. Dazu erzählen, was hier gerade eigentlich passiert und was in den letzten Tagen hier passiert ist. Vielleicht zwei Worte vorweg. Ich bin Jakob, ich bin 21 Jahre alt. Ich habe 2021 hier angefangen zu studieren und heute ist der vierte Tag, an dem wir diesen Hörsaal, das Audimax in Hamburg, besetzen. In diesen vier Tagen sind allein 520 Tier- und Pflanzenarten ausgestorben. Wir haben also keine Zeit mehr, einfach weiter in diesen Hörsälen zu sitzen. Wir müssen unsere Komfortzone verlassen, um Veränderungen zu erwirken. Wenn ich eins in den letzten Jahren gelernt habe, dann, dass wir so nicht weitermachen können. Wir dürfen nicht weiter im Mühlwerk dieses zerstörerischen Systems im Kreis zermahlen werden. Wenn ich etwas in den letzten Monaten gelernt habe, dann, dass wir uns gegen dieses geölte Getriebe stemmen können. Und das müssen wir tun, bis dieser Wahnsinn gestoppt wird. Gestern haben wir ein ehrliches Gespräch mit dem Uni-Präsidenten geführt, in diesem besetzten Hörsaal. In einer freundlichen und respektvollen Art und Weise haben wir uns ausgetauscht. Dabei wurde klar, dass die Klimakatastrophe für alle Beteiligten bewusst ist. Auch die Universität Hamburg leistet bereits einen großen Teil an Bildungsarbeit, um genau über dieses Wissen aufzuklären. Genau das wird seit Jahrzehnten getan. Und seit Jahrzehnten steigen die Emissionen. Das bedeutet, dass es nicht ausreicht, weiterhin ruhig Wissen zu vermitteln. Seitdem wir wissen, dass wir unsere Lebensgrundlage zerstören, hat sich rein rational nichts an dieser Zerstörung geändert. Im Gegenteil, 2021 waren die Emissionen auf einem Allzeithoch. Um Veränderungen zu erwirken, müssen wir ins Handeln kommen und aktiv Stellung beziehen. Unser Uni-Präsident, Herr Hekerin, sagte zum Hamburger Abendblatt: Es ist jedoch nicht die Aufgabe einer Hochschule, die unabhängig agiert, bundespolitische Forderungen zu stellen oder sich diesen anzuschließen. Dieser Verantwortungsentzug hat weniger mit einer unpolitischen Haltung zu tun, sondern kommt hier eher dem Ausspruch nach, dass die Erhaltung unser aller Lebensgrundlage nicht als eine Aufgabe der Universität zu verstehen sei. Diese Absurdität ist kaum zu übertreffen. Wie kann sich eine Universität als prägendes Instrument des Bildungssektors ihrer Verantwortung entziehen? Unser aller Zukunft zu sichern, wo sie uns doch für diese bilden und vorbereiten soll. Wenn ihr euch gegen diese nicht hinzunehmende Haltung stellen wollt, rufen wir euch auf, der Forderung nach einem Stopp von dem Ausbau und Finanzierung neuer fossiler Infrastruktur, besonders den Plänen, Ölbohrungen in der Nordsee vorzunehmen, Nachdruck zu verleihen. In dem Maße, wie ihr es für richtig haltet. Für uns wird an dieser Stelle klar, dass eine rote Linie überschritten wird, dass wir nicht mehr guten Gewissens nur zu einfachen Demonstrationen, selbst solche, die Millionen TeilnehmerInnen zusammenbringen, aufrufen können. Zu Petitionen und Zeigefingerheben als Mittel zu greifen, wo wir doch wissen, dass das uns dies jahrzehntelang weiter in eine Perspektivlosigkeit geführt hat, erscheint uns als nicht ausreichend. Weil dies bisher nicht ausgereicht hat und es keinerlei Anhaltspunkte gibt, dass dies in dem kleinen Fenster von 2 bis 3 Jahren, was uns allen noch bleibt, ändern sollte. Die Besetzung als auch dieser Widerstandsakt liegt selbstverständlich in unserer Verantwortung und wir werden alle Konsequenzen auf uns nehmen. Das bedeutet, kein Mensch und oder studentische Initiative muss Sympathien einbüßen, wenn nicht gewollt. Wir tun dies nicht, weil wir das gerne tun, sondern weil es an diesen Forderungen kein Vorbeikommen geben darf. Enden möchte ich nun in Solidarität mit allen.
allen Unterdrückten, zum Schweigen gebrachten und ausgebeuteten Menschen, auf dessen Rücken unser aktuelles System agiert. Besonders denen, deren Lebensrealität selbst bei 1,2 Grad globale Erderwärmung von heutzutage schon eine todbringende und unvorstellbare Grausame ist. Und somit mit Emma Goldmans Worten: "The most violent element in society is ignorance."